Das Wasser ist jetzt ruhig. Wahrscheinlich, weil Ursula weg ist. Bitte nicht so viele Informationen. So, wo komme ich jetzt am schnellsten zu einem Speicherpunkt? Da ist keiner. Muss ich wohl zum Palast gehen. Mich wundert es gerade, dass ich jetzt nicht aus der Welt rausgeschickt worden bin. So, normalerweise, wenn man die Welt abschließt, kommt man automatisch wieder zum Gummi-Chat. Man hat immer so das Gefühl, dass man irgendwas vergessen hat. Das nervt. So, abwärts. Ich hasse das gerade wirklich, die Schwimmflosse. So, raus hier. Und zwar so schnell wie möglich. Meister der Meere. Ob diese verlorene Seite zu Merlins Buch gehört? Donnerwetter, das sollten wir sie ihm überbringen. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sterne. Da waren 5. Da drüben sind 6. Oh, das wird jetzt wieder so ein ewiger Weg. Ich sehe schon. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal die Seite zu Merlin bringen. Wie sie gesagt haben. Geht ja schnell. Mit Warp-Tempo kein Problem. Merlins Zimmer. Praktisch, wenn man sich überall hinbeamen kann. Wie bei Star Trek. Nur, dass deren Chat nicht aus Gummi war. So, das Buch war... War das das Buch? Nö. Das war ein anderes Buch. Oder? Da liegt das Buch. Untersuchen. Ein greller Schein. Und wir sind wieder auf dem Buch. So, da war ich das letzte Mal, oder? Gibt's jetzt ein neues Gebiet? Da, Baum. Ein hoher Baum mit summenden Bienen. Hineinschauen? Sicher doch. Ja, man sieht schon die Bienenstöcke. Und ein riesiger Baum ist das. Es ist lustig, jetzt das erste Mal die englischen Stimmen von den ganzen Figuren zu hören. Piglet. Der große, gruselige Mann. In den roten Shorts. Gutes Versteck. Habe ich nicht gesehen. Ist auch nicht auffällig, wenn du vor meiner Nase wegläufst. So, ist hier irgendwo eine Schatztruhe? Zuerst. Irgendein kleines Item oder so. Komm jetzt gerade mit der Kamera irgendwie nicht so recht klar. Will gerade nicht so, wie ich will. Ach komm, kleiner Mann. Komm, Piglet. Don't be scared. You're looking for Pooh, right? You know Pooh. Oh, you see, I have something for him. I have to take it to Pooh right away. Und da kommt auch schon. Oh, Pooh. Oh, I believe I smell a delicious something. Something like honey.
Hallo, Piglet. How have you been? Oh, I'm so glad to see you. I thought you'd gone away. I brought what you asked for. Thank you, Piglet. Now I can finally have some honey. Some honey! But how? I shall hold on to the balloon and fly like a bee up the honey tree, see? Bei dem rennt sich alles. Won't the bees be angry? Oh. Das weiß man erst, wenn man es probiert. Also ausprobieren, mein Freund. Ausprobieren. Wenn du diese Bienen bloß verjagen könntest, dann würde ich ein Häppchen Honig bekommen. Hilfst du mir beim Honig sammeln? Soll ich Pooh helfen? Ah, sicher. Unser Freund. Oh, hallo Eule. Hallo Pooh, was hast du vor? Mit einem Ballon Honig holen? Vorzügliche Idee. Erlaube mir, dir ein paar Tipps zu geben. Machst du das regelmäßig, oder? Du siehst aus wie ein Honigliebhaber. Eindeutig. Pooh kann Honig sammeln, wenn er mit dem Ballon den Baum hinauffliegt. Der Honig ist in den Baumlöchern, nicht in den Bienenstöcken. Ja, ergibt Sinn. Ergibt voll und ganz Sinn, ja. Es gibt eine Menge Honig in diesen Löchern. Wenn Pooh ihnen zu nahe kommt, werden die Bienen ihren Honig verteidigen. Wenn die Bienen zu Pooh gelangen, platzt sein Ballon. Halte sie mit einem gezielten Hieb fern. Je mehr Zeit Pooh für jedes Loch hat, desto mehr Honig kann er essen. Es gibt auch mehr Honig in den oberen Löchern. Wenn das Springen von Ast zu Ast knifflig wird, benutze das Kommando Folgen. Mit Folgen gelangst du schneller zu Pooh. Aber es klappt nicht immer. Also viel Glück. Das wird kompliziert. Und jetzt? Okay, ich muss einfach nur die Bienen schlagen, oder wie? Nein! Hallo? Boah. Das wird's knapp. Bah, ich treff den Ast nicht. Nein! Und wo ist jetzt Folgen? Hallo? Habe jetzt irgendwie auf das Folgenkommando gewartet. Es kommt irgendwie nie, wenn man es braucht, oder? Wartet eigentlich nur auf das Kommando, aber es kommt nicht. Einfachste Taktik ist, wenn... Wenn die Kamera mal gehen würde. Hallo, folgen. Passiert nichts. Also irgendwas klappt da nicht so ganz. Normalerweise sollte da jetzt... Da, ich kann es ja nicht mal einsetzen hier. Komm. Put. So, ich warte jetzt einfach. Ich muss früher oder später auf den Ast da oben. Toll, jetzt springt er auch noch runter, der Idiot. Hui! Boah, das war jetzt cool. Direkt draufgesprungen. Jetzt sind wir auch bei den oberen Löchern. Ah, nein! Nein! Ach! Ach, komm schon! Das ist ein Käse. Ich bin auch kein Affe, der vom Baum von Ast zu Ast springt. Ja, anvisiert vor allem. Gar nichts anvisiert, aber egal. Das hat geklappt und das natürlich nicht. Komm.
Danke, dass mich jetzt die Bienen runtergestoßen haben. Also das ist eindeutig nicht mein Spiel. Also das Minispiel, nicht Kingdom Hearts. Es gibt Minispiele, da bin ich gut, aber in dem jetzt gerade nicht, weil ich die Äste einfach nicht treffen will. Okay, ich will sie schon treffen, aber es klappt einfach nicht. Da. Oh, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei. Oh, that was yummy in my tummy. But there is room for a bit more. Dann müssen wir den Raum füllen. Aber mit einem anderen Minispiel. Verlorene Seite hat sich in ein Item verwandelt. Amethyst erhalten. So, dann müssen wir uns jetzt wieder auf die Suche... Nein. Nach anderen Seiten begeben. Ein paar gibt's ja noch. Und wieder speichern zwischendurch. Dann geht's jetzt auf zum Gummichat. So wie es aussieht. Bleibt ja leider nichts anderes übrig. Einmal muss man es eben machen. Ja, zurück in die Außenwelt. Wir haben noch viel vor. Auf unserer langen Reise. Aber wir sind eigentlich schon ziemlich weit beim Spiel. Glaube ich. Ah, nicht das Buch hauen. Habe ich eigentlich einen neuen Stein gefunden? Mittlerweile? Oh, ist mein Huster ausgerutscht. Oh, noch ein Beschwörungsstein? Dann wollen wir es mal erlösen. Dann beginnen wir mal. Bibidi babidi buh. Dumbo kann gerufen werden. Bambi kann gerufen werden. Oh, zwei sogar. Wenn ihr mehr von den Steinen findet, bringt sie mir. Muss das dann gleich mal ausprobieren. So, wenn ich den Speicherpunkt hier finde. Nein. Gummichat. Wer geht denn bitte über das Speichermenü ins normale Menü? Extra umständlich. So, es wird beste sein, einfach von Agrabah wieder. Habe ich jetzt auf normal gedrückt? Nein, das war wow. Da kann ich normal nicht einfach so hinfliegen. Gott sei Dank. So, und direkt wieder zur Weltkarte. Und auf geht's. Mal schauen, was das jetzt für eine Welt ist. Aber diesmal bin ich mir ziemlich sicher, was für eine Welt es ist. Hoffe, ich liege diesmal richtig. Letztes Mal dachte ich das auch und lag dann immer falsch. Ja, auch mal was kaputt von den Dingern. Nö. Außer mir geht hier gar nichts kaputt. Konzentriere ich mich eben mehr auf die Herzlosen. Oder auf die Gummichats oder. Ah, das sind glaube ich Herzlose in den Gummichats. Was soll es zumindest darstellen? Komm. Schön am Wurmloch vorbei. Hat leider nicht geklappt, jetzt hier irgendwas zu zerstören. Aber macht hier nichts. Wir konzentrieren uns hierauf. Obwohl ich schon gern mal zumindest ein... Ah, toll. Jetzt habe ich eins zerstört und da war nichts drin. Da wäre Leben gewesen, wo ich vorbeigeflogen bin. Auch sehr schön. Für was hat man eigentlich die Magieleiste? Ich glaube, da kann man sich was Besonderes draufbauen, aber... Habe ich irgendwie noch nicht getan. Und jetzt bräuchte ich langsam Leben. Da vorne ist eins. Oh. Das war bitter nötig. Komm. Ach, keiner entkommt mir. Nächstes Gebiet, bitte. Danke. Danke an die Regie für dieses Gebiet. Oh. Die fliegen durch das Ding durch. Auch cool. Würde ich auch gern können. Aber ich muss immer noch um die Sachen rumfliegen. Tja, hat nicht jeder so einen VIP-Status?